Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute reden wir über Shuyoka und KuchenTV und all diese Sachen. War natürlich ein Scherz, rastet nicht aus. Nur weil ich zwischendurch mal ein Video mache, was nicht mit COD zu tun hat, heißt es nicht, dass ich in diese kranke Bubble dort rein switche und da meinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Meine Meinung zu ApoRed habt ihr gesehen. Manche haben es gefeiert, manche haben es nicht gefeiert. Ich will ehrlich sein, I don't give a fuck. Wenn es euch gefallen hat, freut mich das. Wenn es euch nicht gefallen hat, okay. Kein Grund, mich zu hassen oder irgendwie sauer zu werden oder keine Ahnung was. Übrigens, die erste Runde mit diesem neuen Event hier. Und ich weiß nicht, auf welcher Karte ich das spielen soll. Wir müssen noch ein paar Waffen auf Gold machen, deswegen gucke ich hier. Was ist hier der beste Modus, den man jetzt so spielen soll? Kann mir das mal irgendeiner verraten? Ich nehme einfach Hangover, da kenne ich mich aus. Es ist absolut in Ordnung, wenn ihr so Talks irgendwie auf dem Hauptkanal hier nicht feiert über den einen Betrüger oder den anderen Woken-Vollidioten oder den Frauenschläger oder den Casino-Streamer oder ihr könnt sie alle nennen, wie ihr sie wollt. Aber ich werde es halt trotzdem machen, wenn ich das Gefühl habe. Okay, Stellung Hangover. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier passiert. Wir müssen diese Waffe auf geschmiedet machen und währenddessen nehme ich euch mit. Das ist der Plan. Junge, einfach 3 Tage nicht gespielt. Ich glaube tatsächlich ganze 3 Tage. Oder 4 Tage sogar vielleicht. Oh mein Gott, da ist richtig Rückstoß auf der Waffe. Ich muss Kills in Bewegung machen mit dem Ding, glaube ich. Also, ich bin mir relativ sicher, dass das meine Aufgabe ist. Vielleicht habe ich auf dieser Waffe ein bisschen viel Rückstoß, fällt mir gerade auf. Aber gut, okay. Gucken mal, was wir daraus machen. What? Ich glaube, ich habe auch so eine Begrüßungslobby gerade. Also, wenn ich mir das mal so angucke. Und deswegen warten wir jetzt drauf. Links kommt gleich einer, passt auf. So, ich cheate. Oh mein Gott, mein Aim ist so schlecht. Übrigens, das liegt nicht daran, dass ich einen nagelneuen Controller habe, den ich euch demnächst vorstellen werde. Denn es ist wirklich so, Shappy hat nach einem Jahr ohne Controllerfirma, für die er Werbung machen wollte, konnte, einen neuen Partner. Diesen neuen Partner werde ich euch in der nächsten Woche offiziell vorstellen. Werde euch mein nagelneuen Controller komplett zeigen und alles. Ich kann euch nur sagen, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich das habe. Und dieses LMG hat unfassbar viel Rückstoß. Guck mal an! Okay, es sieht jetzt irgendwie gar nicht so viel aus, aber es ist viel Rückstoß. Ich habe ja ein Jahr gar keinen Partner gehabt. Der Grund dahinter war, ich habe bis Anfang des Jahres mit Superlevel gearbeitet, ihr erinnert euch, eine gute Firma, so, oh mein fucking Gott, ich hatte Superlevel ja bis Anfang des Jahres und ihr wart super zufrieden mit denen, okay, also ich kann euch garantieren, wenn ich euch das sage, dass innerhalb von wenigen Wochen die Sales so heftig hoch waren, also ich selber habe auch als, wir Creator kriegen eine Provision, wenn ihr Controller kauft oder wenn ihr zum Beispiel bei Holy bestellt, dann bekomme ich zusätzlich zu einem Festgehalt bei diversen Partnern halt eine Provision. Das ist auch in der Regel so 10%. Und ihr habt so viel Controller damals bestellt. Euer Interesse war so groß, dass ich wirklich richtig, richtig gutes Geld verdient habe. Das Problem bei dem Ganzen war, die Qualität der Controller war top. Euer Interesse war extrem hoch. Und von heute auf morgen hat diese Firma einfach mir eine Nachricht geschickt. Ich schwör's, war ich hier sitze. Einfach eine Nachricht und geschrieben, ja, wir ziehen um. Wir sind in 2 Monaten wieder da. Und habe ich halt so gedacht, ja, okay. Umziehen ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, so. Und nach 2 Monaten kam halt einfach nichts mehr. So, ich hatte keinen Kontakt mehr. Die Firma war plötzlich abgemeldet. Ich habe von dieser Firma nie wieder was danach gehört.
die letzten ein oder zwei, die von euch dann noch bestellt hatten, hatten dann so mit ganz viel Ärger und irgendwie Klagen und so. Tada! Liebe den Controller, auch wenn ich nach 3 Tagen gar kein Aim habe geführt. Die letzten haben dann so ihre Sachen so richtig spät erst bekommen. Also irgendwie war das insgesamt sehr unbefriedigend, was halt das Ende angeht, ne? Weil alles davor, die Bestellungen waren top, die Qualität war top. Auf jeden Fall, diese Firma war plötzlich weg, mir tat es mega leid. Und es gibt so auf dem Gaming-Markt als Alternativen, ja, was für Firmen gibt es denn? Aim-Controller, SCUF-Controller, King-Controller. Nennen wir mal die 3 bekanntesten. Alle 3 scheiße. Kosten, wo ihr hinten von eurem 300-Euro-Stuhl runterfallt. Kundensupport teilweise desaströs mega. Unique-Sachen, wie Apo sagen würde. Also der besondere Hase, den gibt's da meistens auch nicht, weil es halt einfach nur so vorgefertigte Presets gibt. Und dann könnt ihr euch dann ein bisschen was aussuchen. Alles nicht so geil. Und ich bin jemand, der sehr viel Wert darauf legt, Werbung für Dinge zu machen, die gut sind. Wenn ich Werbung mache, dann will ich... Das Ding ist, normalerweise könnte ich es einfach rausschneiden und niemals würde jemand sehen, dass ich so einen Fail hatte. Und ihr müsst... Es ist absolute Ausrede eigentlich, aber ich habe seit 3 Tagen halt wirklich nicht gespielt. Weil ich ja auch krank war und alles mögliche und man merkt es dann schon manchmal am Aim, dass die Hände einfach wieder so einen Tag, also eine Gaming-Stunde, sag ich mal, brauchen, um wieder zurechtzukommen. Aber das war, ich glaube, ich werde es einfach löschen. Auf jeden Fall haben wir uns im Stream dann die nagelneue Firma angeguckt und mehr, also Namen habt ihr im Video kurz auf der Homepage gestern gesehen. Da werdet ihr halt alles an Infos bekommen. Das will ich auch kurz abschließen, weil es eigentlich gar nicht das Thema des Videos ist. Und der Kontakt war super. Das ist ein kleines Unternehmen, was ganz, ganz vorsichtig so ein bisschen Größe aufbaut. Die Qualität der Controller ist mega. Ich habe mich ja vergewissert, indem ich mir habe erstmal einen zukommen lassen. Und ich bin da was... Als Partner bin ich teilweise sehr, sehr streng, muss ich sagen. Weil, das hat einen einfachen Grund. Mit, keine Ahnung, King, Aim, Controller, wie auch immer sie alle heißen, ist einfach auf Gold, Diamant, perfekt. Könnte ich schnell Geld verdienen, brauche mich nicht kümmern. Aber ich habe keinen Bock, dass irgendjemand von euch 380, 400 Euro für einen einfachen Controller ausgibt, wo einfach nur 2 Pedals dran sind. Nur weil da vorne steht, ist ein SCUF-Controller oder keine Ahnung. Jetzt Beispiel, ist ein Aim-Controller oder ein King-Controller oder Pro-Controller. Es gibt so viele Namen. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen eigen. Hab mit dieser Firma halt gesprochen und ich weiß gar nicht, was die nächste Waffe ist, ey. Ist es die hier? Ich glaube, ich guck gleich mal nach der Runde einfach. Wir machen auf jeden Fall gleich noch eine Runde, ich komme nämlich gar nicht zum Punkt. Und das war alles so, so scheiße, dass ich mich halt entschieden habe. Lieber gar keine Werbung zu machen als Scheißwerbung. Und jetzt habe ich auf jeden Fall einen geilen Partner gefunden. Ich bin mega glücklich. Da ist übrigens der Controller mit meinen Pedals hinten dran. Und also das vor allen Dingen jetzt einfach erstmal ein ich sag mal Test-Controller. Ich meinte, ich brauche nichts Aufwendiges. Und dann hat mir einfach so der Geschäftsführer Marcel geschrieben, als ich fragte, was würde der jetzt kosten? Und ich habe gar nicht realisiert, was er mir alles mit drauf gemacht hat. Einfach mal 300 Euro. Das hat er mir einfach geschenkt. Also sehr, sehr geil. Werde ich euch auf jeden Fall nächste Woche in Ruhe vorstellen. Wir wollten es mit Absicht nach dem Weihnachtsgeschäft machen. Und das ist ein dicker Pluspunkt, den die bei mir gesammelt haben. Weil sie hätten mit meiner Reichweite und mit dem Interesse, was ihr habt, zu Weihnachten ein dickes, fettes Geschäft machen können. Haben aber gesagt, dass sie so viele Aufträge haben, dass ihnen das lieber wäre, wenn wir das alles erst nach Weihnachten präsenten. Und das ist etwas, was ich schon öfter festgestellt habe, obwohl ich nicht mit anderen, was Größe angeht, ab, sagen wir mal, 100, 150.000 Abonnenten auf YouTube mithalten kann, ist die Rate von Leuten... Das muss ich rausschneiden. Ist die Rate von Leuten, die Interesse an Sachen haben, die ich vorstelle, weil es halt Qualitätssachen sind, relativ groß. Deswegen sehr, sehr geil. Freue mich drauf, euch das alles vorstellen zu können.
So, jetzt mal hier kurz Fokus. Bäh, 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 bäh. Da kommt gleich einer. Komm. Guten Tag. Da ist noch einer. Zack. Ah, ist eine ganz gute Killcam. Ich habe zwar scheiße gespielt, aber das lag jetzt mehr an mir als an irgendwas anderem. Auf jeden Fall, was war der Titel vom Video? Ach ja, Call of Duty verkauft sich dieses Jahr schlechter als letztes Jahr. 38% weniger Sales im Monat November im Gegensatz zu MW2, was ehrlich gesagt bisschen desaströs ist, wenn man überlegt, dass dieses Jahr das Call of Duty einfach viel, viel besser ist als letztes Jahr Call of Duty. So, diese Waffe haben wir jetzt auf jeden Fall durch. Wir sind bei 29 von 36. Ich brauche die nächste und die nächste ist die... Stimmt, die Brünn ist eine MW3-Waffe. Und da brauchen wir schallgedämpfte Kopfschüsse. Das ist auch das allererste Mal, dass ich diese Aufgabe bei einer Waffe tatsächlich sehe. Hier übrigens einfach meine Stats. Alle diese Stats sind, weil ich auf der Konsole spiele, ohne Reverse Boosten, ohne VPN, ohne Neffen-Account, ohne alles. Also alles, was hier ist, über 3 Tage Spielzeit und 1,3er, 1,4er KD, 1,4er SN, ist mit SBMM, mit den Lobbys, wie sie sind, das Einzige, was ich mache, wenn eine Lobby so richtig reinzackt, dann verlasse ich einfach die Runde und suche eine neue. Aber, I mean, das sollte erlaubt sein. Call of Duty hat sich auf jeden Fall 38% schlechter verkauft als ein Vorgänger letztes Jahr. Als ich das gelesen habe, da geht es jetzt um... Oh mein Gott. Da geht es jetzt um England. Also da ging es halt erstmal um England, das ist ja jedes Jahr, da kommen die Berichte über England und dann kommen die neuen Berichte. Dazu muss man sagen, das hat verschiedene Gründe und ich habe die letzten Tage ein paar Videos gesehen von Leuten, die ihnen gesagt haben, ja, COD stirbt aus. Also erstmal 38% weniger Sales als letztes Jahr würden sich 99% der Spielehersteller auf der Welt wünschen, dass sie die Zahlen überhaupt hätten. Viel wichtiger ist dabei anzumerken, Call of Duty hat mehr oder weniger teilweise selber dafür gesorgt, dass die Sales halt einfach niedriger sind. Weil das Marketing dieses Jahr war absolut scheiße. Also von Anfang an hat ja eigentlich jeder gesagt, ja, ist halt... Von Anfang an hat halt jeder gesagt, ja, ist ein DLC, ist dasselbe wie vorher. Sie haben es ja dann irgendwie auch nicht wirklich lange Zeit... Alter, die Leute sind so schlecht... nicht wirklich als irgendwas Spannendes, Neues angekündigt, haben dann diese 360-Grad-Drehung gemacht, wo es dann urplötzlich hieß, doch, ist neu und euer Movement, wir haben drauf gehört, eure Wünsche, wir haben drauf gehört und bla 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 bla, all diese Sachen, die dann dafür gesorgt haben, dass das Game jetzt halt besser ist als das, was wir so im Kopf hatten. Shit, aber noch einer. Ich krieg keine Headshots, das ist das Hauptproblem. Das Game ist halt besser als das, was wir vorher hatten. Und ich glaube, die meisten von uns sind halt auch zufrieden so. Aber das Marketing war halt schlecht. Dazu kommt, dadurch, dass wir vom... Komm her. Schon wieder kein Headshot! Dafür, dass wir halt vom Setting eigentlich da sind... Nein, 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 nein. Wo wir halt letztes Jahr schon waren, ne? Also wieder Modern Warfare Universum, Modern Warfare Karten, Modern Warfare Waffen. Das ist ja, was, wenn man es grob sieht, ist es halt wie letztes Jahr, nur in besser. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass viel weniger Leute Interesse haben, das Game wirklich zu kaufen. Dazu kommt, und das muss man fairerweise auch sagen, sie haben ja auch mit der Kampagne, wie ich finde, reingeschissen. Also... Junge, die sitzen einfach alle irgendwo in der Ecke. Kampagne war für die meisten zu kurz. Die Kampagne hat super schlechte Bewertungen bekommen. Viele haben die Story der Kampagne nicht gefeiert. Und Leute, die die Kampagne nicht feiern, berichten das. Und andere Leute, die dann die Kampagne nicht spielen, aber den Multiplayer, hören halt, Kampagne ist scheiße. Oh mein Gott.
verbinden das dann automatisch mit dem Hauptgame und kaufen sich's dann halt gar nicht erst. So, das ist nicht das erste Mal, dass man sowas sieht. Und das haben sie mehr oder weniger halt auch selbst zuzuschreiben. Und deswegen darf da keiner so wirklich überrascht sein, dass die Sales dieses Jahr ein bisschen niedriger sind. Ich spiele mir übrigens eine absolute Scheiße hier zusammen. Das LMG ist scheiße langsam und die Gegner bewegen sich absolut gar nicht. Und da oben ist einer und ich will ihn so sehr haben. Ja. Ich brauche einen Headshot. Nein, ich hab nein! Ich habe den Headshot verkackt! Die Sales sind schlechter als das, was man sich erhofft hat. Wisst ihr, vielleicht hätte ich einen Aufsatz drauf tun sollen für weniger Rückstoß. Dann hätte ich gefühlt wahrscheinlich auch eine bessere Chance, Headshots zu machen, wenn ich schon auf einen Gegner drauf ziehe, denn ich mache keine Headshots diese Runde. Hä? Junge, was mit meiner Hand los? Hä? Ah, okay. Ja, jetzt mache ich den Headshots. Jetzt, wo ich gar nicht gut aim, jetzt mache ich Headshots. Alles klar. Alle sind einfach nur am Snipen. Es ist so anstrengend, Alter. Alles ist, diese Karte ist so voller Sniper mittlerweile. Oh boy, es bewegt sich auf dieser ganzen Karte einfach mittlerweile gar kein Mensch mehr. Das ist aber schon seit Anfang von MW3 so, weil alle hier nur noch snipen. So. Man muss dazu auch sagen, die Sales letztes Jahr haben natürlich richtig reingehauen, aus dem einfachen Grund, dass man das MW-Universum hatte. Da gibt es übrigens keinen Aim Assist für Controller-Spieler, falls ihr das noch nicht wusstet. So, Spider-Cat ist tot. So, da ist der Headshot. Sah ein bisschen komisch aus, aber ich habe den Headshot gemacht, von daher ist es mir egal. Letztes Jahr kam ja mit MW als Teil natürlich auch ein Teil, den man seit, ich weiß nicht wie langer Zeit irgendwie so, worauf man halt gewartet hat, weil Marketing von MW2 war ja heftig, die ganzen OGs hatten dann Bock drauf. Es wusste ja keiner, dass Infinity Ward so heftig reinscheißt, wie sie es getan haben. Das heißt, die Sales letztes Jahr waren deutlich besser, also deutlich besser als dieses Jahr. Oder halt 38% besser. Aber, und das ist das Riesen-Aber, die Spielzeit der Leute danach, nach dem Verkauf, nach dem Release, war ja bodenlos. Und das hat man ja dann bis in Steam-Charts immer gesehen. Ich weiß, bei Steam werden nicht alle Spieler angezeigt, da werden Controller-Spieler nicht angezeigt. Aber der Trend bei Steam vom letzten Jahr zum vorletzten Jahr zum Beispiel oder zum Jahr davor lässt sich als Graph ja sehr, sehr gut projizieren auf Konsole. Es ist ja nicht so, dass bei Steam 50% Spieler verloren gegangen sind, aber auf der Konsole plötzlich 300 Spieler gewonnen worden sind. Und deswegen vergleicht man da dieses Jahr halt auch Zahlen bei einem DLC, würde ich sagen. Kann man es so nennen? Ja, doch, kann man so nennen. Man kann es so nennen und sollte man auch so nennen, weil es halt einfach so ist. Trotzdem macht Spaß, so ist es ja nicht. Ja, man vergleicht so DLC mit einem Hauptgame. Deswegen sind die Verkaufszahlen niedriger. Dazu kommt, und das muss man auch bedenken, letztes Jahr... Irgendwo hier ist noch einer. Letztes Jahr ist COD im, ich glaube, Oktober released worden und dieses Jahr ja erst im November. Was bedeutet, letztes Jahr hatten die Leute auch einen Monat vorher Zeit, die Games zu kaufen. Haben sie dieses Jahr natürlich nicht, weil es war eben erst im November Release und alles. Dazu muss man auch sagen, bugmäßig und von den Problemen her, von dem Game, ist es dieses Jahr besser, finde ich. Auch der Support, auch wie viel Sledgehammer halt antwortet, wie sie auf einen eingehen, wie sie Probleme beheben, wie Raven Software sich aktuell um Warzone kümmert. Das alles, wenn ihr mich fragt, übrigens jeder Snipe, falls ich noch nicht gesagt habe, das alles ist besser als letztes Jahr. Und deswegen habe ich mir jetzt auch keine großen... Der ganze Support ist halt besser dieses Jahr. Sie hören mehr auf das, was die Community sich so ein bisschen gewünscht hat oder
wo die Community sagt, das brauchen wir. Diese Lobby ist übrigens so scheiße, ne? Ist so scheiße. Keiner bewegt sich in diesem Drecksgame gerade. Er sitzt da seit 18.000 Jahren da oben. Er wird schon zum Neandertaler. Scheint kein zu jucken in meinem Team. Bewegt sich einfach keiner. Oh mein Gott. Aber dass halt Leute dann so sagen, ja, COD ist tot. So, nee, sorry, nee, ist es nicht. Mit COD verdienen die Leute mehr Geld, als jemals irgendeiner von uns zählen kann. Lässt sich auch gut daran ablesen, dass Bobby Kotick in, wann seht ihr das Video? Am 22. Ich habe übrigens keine Uhr, ich habe einfach nur so geguckt, als hätte ich eine Uhr, damit es cool aussieht. Ich hätte auch einfach auf meinem Monitor mit Datum gucken können. Bobby Kotick geht als reicher Mann von Activision in 7 Tagen mit 900 Millionen Dollar Net Worth. Das heißt, er mit dem, was er hat, ist im Prinzip 1 Milliarde Dollar schwer. Und das als CEO eines Game-Entwicklers. Er ist kein Bill Gates, er ist kein Steve Jobs, er ist kein Elon Musk, er ist kein reicher Scheich, er ist einfach nur auf einem guten, gemütlichen Stuhl als Game-Entwickler bei Activision über Jahre gewesen, hat sich mit der ein oder anderen Gehaltserhöhung alternativ auch Aktien auszahlen lassen, beziehungsweise Aktienanteile an Activision, börsennotiert, dazu geben lassen und hat unfassbares Geld verdient mit dieser Franchise. Und jeder, der bei Activision weiterhin tätig sein wird, der nicht nur Game-Entwickler ist, sondern Vorstandsebene oder, wird auch die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre, jetzt mit Microsoft davor, so unfassbar viel Geld verdienen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also nein, irgendwie fand ich das Video jetzt alles so durcheinander. Ich hoffe, euch hat ich weiß auch gar nicht, wie lange es geht. Ich glaube, es geht länger als sonst. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Activision verdient Geld. Call of Duty hat sich dieses Jahr ein bisschen schlechter verkauft. Immer noch so gut, dass die alle ein gutes, leckeres, warmes Essen auf dem Tisch haben. Und nein, diese Franchise wird, ob wir alle noch Spaß haben oder nicht, sagen wir dahingestellt, ein paar Jahren, nirgendwo hingehen, außer Skyrocket weiter nach oben. Weil, sagen wir ehrlich, Games wie MW2, Call of Duty, Vanguard, MW2 und MW2, obwohl diese Games sowas von Dogshit waren, haben diese Hurensöhne so viel Geld damit verdient. Das ist unglaublich. Es gibt ja immer noch Timmy, Tommy und Tammy, die das Ganze immer dann ein bisschen retten. Deswegen, Schlusswort, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und sagt mir mal so, mögt ihr diese Art Videos bei mir, wenn wir einfach nur quatschen und durch Lobbys geschossen werden mit einem neuen Controller. Ich muss euch den mal richtig vorstellen nächste Woche. Lasst ein Like da, Leute. Vor Weihnachten hören wir uns nochmal, versprochen. Nämlich am Samstag. Und ich wünsche euch allen am Samstag erst frohe Weihnachten. Die Samstag nicht einschalten, euch wünsche ich es jetzt schon. Lasst euch beschenken. Bis morgen.